Ah, meine Haare, wenn ich nach draußen gehe, das ist windig. Ja, so, auf die Gefahr. Ein YouTube-Video. Und zwar folgendes. Meine linke Lautsprecherbox seht ihr hier. Ja, McGee ist nicht der teuerste, aber die machen es gut. Hier habe ich so ein schönes Mischpult, wird manchmal abgedeckt mit wegen der Stauberei. Hier habe ich meine dicke PVN-Stufe. Ist auch nicht ganz so klein, CS400. CS400, ich glaube, ist jetzt im Video, glaube ich, sein seitenverkehrt, aber ist egal. So, die andere Box steht da. Und manchmal, dann drehe ich dann auch so richtig schön auf. Right. Ich habe schon wieder was umgeschaltet. Irgendwo war ich jetzt gerade mit den Fingern dran. Ah, wo ist das denn nun? Ja, zack. Und jetzt gehe ich mal nach draußen. Eigentlich bin ich ja immer alleine auf dem Hof. Und heute bin ich mal bei und mache den 75er, sagen wir immer, 75 besser. Da muss ich die Betätigung der Handbremse raus haben, weil die Sperrklinke nicht mehr gut ist. Der geht immer von alleine los. Du ziehst die Handbremse hoch und zack, geht die Bremse los. Obwohl das ja nicht soll. Ja, aber ich wollte es euch mal demonstrieren, wie bei mir so geschraubt wird. Wenn ich hier in der Werkstatt bin und ich habe im Moment ziemlich gute Laune, dann läuft hier Disco-Musik. Egal was, von Bonnie M. bis diese Gruppe. Das ist jetzt aber ein Musikstück, wo ich mir ziemlich sicher bin, das kennen die nicht. Also diese Automaten, die lassen ja so einen Scanner laufen, damit die wissen, oh, Herr Tepe, Sie haben wieder, ne? So. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das Musikstück eine errät. Ich glaube es nicht. Ist mir auch egal. Ich habe die vorgestern gekauft, kostete irgendwo fast 10 Euro, war mir auch scheißegal. Ich wollte das Stück unbedingt haben, weil das ein Instrumental-Original-Playback ist. Also wo nur zu gesungen wird und der Rest ist original. Ich hatte das entdeckt in der ZDF, wo war es denn? Ich guck ja nur YouTube, Fernsehen gucke ich ja nicht. Aber ich habe im Fernsehen dann gesehen, im YouTube gesehen, da war eine Sendung von Sonntagskonzert, genau. Sonntagskonzert. Und da war mal Disco Fox. Und da lief zu Anfang diese Musik. Und da habe ich gesagt, das Stück, das hat mich einfach angetan. Das hat hier vorgestern, als es mir super gut ging, da war es ja super klasse, da hat es hier den ganzen Tag in der Endlosschleife gelaufen. So, jetzt läuft es gleich zu Ende. Damit das nächste Musikstück nicht zu hören ist, muss ich das natürlich abblenden. Ja, das nächste Video, was noch kommt, morgen hochgeladen wird. Oh, da kommt auch gerade ein Trecker. Ist von dem Muldenkipper, den haben wir gestern fertig gemacht, den Zylinder aus, vorgestern hatte ich ihn ausgebaut, gestern habe ich den dann endlich repariert. Das Video werdet ihr aber sehen, kommt morgen wahrscheinlich online oder heute Abend fange ich noch an, das auf, sag mal, zu schneiden. So, jetzt muss ich ein Musikstück ausmachen, weil dann kommt der nächste und das würde ich natürlich vermeiden, dass ihr das hört, weil dann würde YouTube wieder sagen, das geht nicht, aber diese Software, glaube ich, die kennen sie nicht. Weil die lassen ja nur, wenn du keine Musik hast, die keiner kennt, dann wissen sie es nicht. Ne? Bin ich mal gespannt, ob sie das rauskriegen. So, das war's für heute.